Ilo, was sind die Gründe, dass Kafriel den ersten FC Lokomotive Leipzig in Zukunft langfristig unterstützen möchte? Wir sind ein sportbegeistertes Unternehmen, verwurzelt in der Region mit äh, viel Tradition. Da ist es naheliegend, dass wir äh, Vereine und Institutionen kulturell als auch sozial unterstützen. Aus diesem Grund her auch dieses Engagement äh, bei, hier bei Lok. Und wir sind begeistert gewesen von der Leidenschaft, die hier gelebt wird und von dieser harten, ehrlichen Arbeit. Und das auch zum größten Teil auf ehrenamtlicher Basis, wie das hier gelebt und zelebriert wird. Diese harte Arbeit wurde zuletzt auch gekrönt mit dem Sieg im Landespokal, das entsprechend auch gerechtfertigt verdient war. Wir ticken bei CAFRI sehr ähnlich. Wir sind sehr ambitioniert und treten ähnlich professionell auf, wie es hier, hier getan wird, sodass wir aus unserer Sicht bestens zusammenpassen, um eine gemeinsame sportliche Reise zu starten. Cool. Katharina, erklär doch mal den Lokfans, was denn CAFRI eigentlich tut in der, in der Region mit den gelben Fahrzeugen, die man tagtäglich auf den Baustellen und im Straßenverkehr so sieht. Ja, Kavril ist im Wesentlichen im Erdbautiefbau unterwegs. Im Abbruch machen wir komplizierte innerstädtische Abrisse. Dort, wo es richtig schwierig wird, wo die Zeit drängelt mit Sperrpausen bei der Deutschen Bahn, auf Autobahnbaustellen und so weiter, da sind wir richtig schlagkräftig, da sind wir unterwegs. Und da, wo viel Technik und viel Power ganz schnell umgesetzt werden muss, da ist Kafril richtig. Sehr gut. Ja, Thorsten Kracht, Vizepräsident des ersten FC Lok, steht hier bei mir. Thorsten, seit heute ist es raus. Kafril wird neuer. Hauptsponsor beim ersten FC Lok. Du kennst Cafriel schon durch deine Prä berufliche Tätigkeit schon viele, viele Jahre. Erklär doch mal, warum Cafriel und Lok das, warum das so gut zusammenpassen kann. Ja, ich glaube, es ist für uns ein ganz, ganz toller Partner. Cafre ist seit über drei Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich hier in der Region, in Leipzig und auch überregional tätig, hat einen sehr, sehr guten Ruf in der Baubranche, weil sie für Verlässlichkeit, weil sie für, für, für Disziplin, weil sie für Vertrauen stehen. Also alles Werte, die irgendwo alle zu uns passen als 1. FC Lok und wir sind da sehr, sehr stolz und auch sie haben sehr, sehr große Dankbarkeit gegenüber Cafre verbunden, so einen starken Partner an unserer Seite zu wissen. Was bedeutet denn so ein Hauptsponsoring beim ersten FC Lok für den Verein? Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen. Ich hoffe auch, dass das ein bisschen Signalwirkung nach draußen hat, dass hier in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit geleistet wurde, dass wir nicht zuletzt mit dem Pokal, den wir hier noch sehen, natürlich auch der ersten Erfolge eingefahren haben, dass hier sich einiges Positives im Verein bewegt, dass wir diesen Weg kontinuierlich weitergehen wollen. Und wie gesagt, mit so einem starken, verlässlichen Partner wie Kaffel an unserer Seite ist das schon etwas, ja, was er auch schon als Verein ein bisschen stolz macht. Und ich glaube, das Trikot mit dem Logo vorne auf der Brust, das sieht schon ziemlich cool aus. Thilo, was erwartet die Firma Cafri an das Sponsoring beim ersten ft Lokomotive Leipzig? Zunächst hoffen wir auf eine gemeinsame, erfolgreiche, sportliche Reise mit äh, der Lok. Und zum anderen hoffen wir, dass wir eine bessere Wahrnehmung äh, verzeichnen können. Wir denken, unsere Wahrnehmung als CAFRIE die ist bundesweit schon recht gut. Hoffen aber als Brustsponsor noch eine bessere Wahrnehmung äh, erzielen zu können und auch so langfristig gut aufgestellt zu sein für die Zukunft, um die ein oder andere Nachwuchskraft oder auch die Fachkraft zu gewinnen, um wettbewerbsfähig äh, zu bleiben in unseren äh, Bereichen Abbruch, Erdbau als auch Tiefbau. Am Sonntag ist die Auslosung des dfb pokals erste Runde. Wenn du. Äh ins wenn du ins ins äh, ins Los greifen würdest, wen würdest du am liebsten rausholen? Ja, Am liebsten wäre mir Werder Bremen. Ne? Zum einen, weil ich da meinen alten Spezi Clemens Fritz äh, wieder treffen würde, zum anderen glaube ich mal, ist es ein toller Gegner, äh, bringt, äh, bringt Fans mit, aber ich glaube, wir sollten, nachdem wir zum ersten Mal diesen Pokal gewonnen haben, auch eine gewisse Demut äh, dann an den Tag legen und sagen, wir sind froh, äh, wirklich eine Mannschaft aus der ersten und zweiten Liga zugelost zu bekommen. Äh, beeinflussen kann man es nicht, aber ja, so ein bisschen wäre das schon mal ein heimlicher Wunsch, eine Mannschaft wie Werder Bremen oder vielleicht auch Schalke oder Hamburg äh, hier zu uns äh, ins Stadion zu bekommen. Zum einen ist es ein Riesenerfolg für den ersten FC Lok, diese erste Runde wahrnehmen zu dürfen. In Kracherlos wäre natürlich nicht schlecht, wie zum Beispiel Gladbach, Dortmund oder Bayern. Aber solche Gegner könnte man sich auch sicherlich für die dritte Runde aufheben. <laughs> Richtige Antwort. <laughs> Nein, also das. Ähm es ist toll, dass ihr heute hier gewesen seid. Wir haben wirklich eine tolle Pressekonferenz gehabt. Wir freuen uns riesig, dass ihr äh, dabei bleibt, dabei seid und äh, uns in den nächsten Jahren auch unterstützen werdet. Dafür ja nochmal herzlichen Dank äh, im Namen des ganzen Vereins äh, für, eure, für euer Engagement. Jetzt schon, ihr wart ja schon viele Jahre bei uns aktiv. Jetzt ist das äh, Sponsoring nochmal erweitert worden äh, und dafür vielen, vielen Dank. Liebe Logfans. freut euch auf die neue, neue Saison, freut euch auf das neue Trikot. Das werden wir natürlich vor dem ersten Spieltag äh, euch äh, präsentieren. Wir werden dann Counter laufen lassen, dass ihr die Chance habt, das neue Trikot äh, zu bestellen, zu kaufen, zu tragen und Kaffriel auf der Brust durch die Welt zu tragen. Vielen Dank.